Kamusta ka? Hello everybody. Liebe Grüße aus Lüdenscheid, Deutschland. Many greetings from Lüdenscheid in Germany. Zu meiner Rechten, das ist Ilona Piras. So to my right, you see Ilona. Sie ist schon so lange mit uns in der FCJG und HELP. She has been with us in FCJG and HELP for so long. Und wir dachten, wir machen das mal multikulturell. And we thought we'd just do it in a multicultural way. Ich habe ein ganz, ganz, ganz starkes Wort für euch. I have a really powerful word for you. Und das kommt wirklich von meinem Herzen. And this comes from all my heart. Und zwar steht es im Philipperbrief Kapitel 1. And it's written in Philippians chapter 1. Ab Vers 3 bis 7. Reading from verses 3 to 7. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. I thank my God upon every remembrance of you. In jedem meiner Gebete für euch alle bete ich mit Freuden. Always in every prayer of mine, making a request for you, all with joy. Ich bete für eure Gemeinschaft am Evangelium wie vom ersten Tage an. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Bis auch jetzt. Until now. Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Es ist für mich recht, so von euch allen zu denken, weil ich euch in meinem Herzen habe. Just as it is right for me to think this of you all, because I have you in my heart. Und wenn ich an Ref denke, and when I remember Ref, wenn ich an Jerome und dann, wenn ich an dich und deine Familie denke, Jerome, when I think of you and your family, an all die wunderbaren Mitarbeiter um euch herum, when I consider all the wonderful staff all around you, an die Gemeinde Jesus Flock, when I remember Jesus Flock Church, dann ist mein Herz wirklich so voller Dankbarkeit. When my heart is just filled with gratefulness. Und was ich wirklich vermisse im Moment, and what I'm missing so much right now, wegen diesem Coronavirus, because of this coronavirus, dass ich nicht auf die Philippinen fliegen kann. That I cannot go to the Philippines at the moment. Ich hoffe, dass das im Frühjahr möglich ist. But I hope to come in springtime. Aber Gott hat ein gutes Werk in euch angefangen. But God has started a wonderful work in you. Und er wird es auch vollenden. And he's going to accomplish it. Egal, was dazwischen drin alles so passiert. No matter what comes in between. Ob es da Höhepunkte gibt oder Niederlagen. Whether there were highlights or defeats. Er wird es vollenden. He is going to accomplish everything. Und darin bin ich so voller Zuversicht. And I'm absolutely confident in this. Und ich freue mich so sehr, wenn ich an euch denke, was Gott schon alles getan hat. And I'm really rejoicing when I remember you, because God has done so wonderful things. Wenn ich etwas zurückschaue, dann mache ich das nicht aus nostalgischer Romantik. And when I'm looking back, I'm not doing this because it's just so nostalgic. Dann mache ich das, damit man die Zukunft, die Gegenwart besser versteht und inspiriert wird für die Zukunft. I'm doing this because then you understand the present very well and you will get inspired for the future. Aber vom ersten Moment, als ich in Manila war und euch kennenlernte, habe ich gemerkt, Gottes Hand ist über euch. But the moment when I came into Manila, the very first moment I sensed that the hand of God is upon you. Und dann über die Jahre habe ich nur gestaut, was alles passiert ist. And over the years I just was so astounded of what has happened. Schulen, Kindergärten, die Gemeinde und dann der überkonfessionelle Dienst, der internationale Dienst. Schools, Kindergarten, the church, and then there's this whole dimension of the international ministries. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, habe ich gesehen, dass da Wachstum war. And every time I came to you, I saw growth. Und es war für mich immer ein besonderes Vorrecht, euch dienen zu dürfen. And to me it has always been a wonderful privilege to minister to you. Und ich danke auch für alles, was ihr uns getan habt, HELP in Manila, aber auch darüber hinaus. And I want to thank you all for what you've done to us, where you've ministered to us, to HELP in Manila, but also to us here in the nations. Und natürlich vergesse ich nie das große Event, das große Open-Air-Event. And of course, I will never forget this big Open-Air-Event. Ich weiß noch, morgens um 2 Uhr wachte ich im Hotel auf. I remember 2 o'clock in the morning, I woke up in my hotel. Und 20.000 Leute waren schon am Singen und Gott loben und preisen. And 20.000 people had already gathered to praise and worship God. Und ich dachte, wow, so einen ganzen Tag beten und fasten, nichts essen, nur Wasser trinken. And I thought, oh my goodness, a whole day ahead of me without eating anything, only drinking water. Und da bei dieser Hitze vor Gott zu sein. And then to be before God in this heat. Ich dachte, dieser Tag wird wahrscheinlich 1000 Jahre
empfindungsmäßig dauern. And I thought, well, this one day would probably feel like 1,000 years. Ihr wisst ja, bei Gott sind 1,000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt. As you know, with God, 1,000 years are just like one day and the other way around. Aber dieser Tag verging so im Flug. But this day just passed by so quickly. Und ich werde nie vergessen, wie abends, als es schon dunkel war. And I will never forget when it got already dark in the evening. Wie an die 100.000 Menschen immer noch voller Erwartung waren. There were still 100.000 people and they were full of expectancy. Und ich habe richtig empfunden damals, wow, das ist ein Turning Point, das ist ein Veränderungspunkt für das Land, aber auch darüber hinaus. And at that point back then I sensed, well, this is a turning point for the nations, but even beyond. Ich habe empfunden, dass von dem Punkt an die ganze Situation zumindest in Manila sich geändert hat. I sense that at this point the whole situation, at least in Manila, has been transformed. Und vieles hat sich entwickelt. And so many things have been developed. Das Stadtbild hat sich entwickelt. The whole city, the picture of the city has developed. Die ökonomische Situation hat sich entwickelt. Economy has developed. So viel, auch geistlich hat sich vieles entwickelt. And spiritually so many things have developed. Und ich bin so dankbar, dass ich Teil dieses Tages sein durfte. And I'm so still so grateful that I was able to be part of this day. Und dann habe ich gesehen all die anderen Events, die dann entstanden sind. And then I saw all the other events coming up all around. Und auch Uprising dann dazu kam. And when Uprising started. Und dann ging es in die Nationen. And then we went to the nations. Es war einfach unglaublich, was Gott in diesen paar Jahren mit euch gemacht hat. It's really unbelievable what God has done throughout the past. Ich erinnere mich auch sehr gerne an den Event oben in Baguio. And I still love to remember this event in Baguio. Wie die jungen Leute dann von ihrem eigenen Geld Essen gekauft haben bei McDonald's und Burger King und haben das an die Armen verteilt in der Stadt. When the young people went to McDonald's and Burger King and paid for the food from their own money and then they passed it on to the people around, the poor in the city. Und wie wir dann einen Empfang hatten beim Bürgermeister der Stadt und bei den regierenden Leuten. And then we were welcomed by the mayor and by those people in authority. So etwas kann man nicht einfach organisieren. You cannot just organize something like this. Da ereignet sich dann das Reich Gottes. This is where the kingdom of God is just happening. Und dann erinnere ich mich sehr gerne auch an den Event in Südkorea. And then of course I love to remember the event in South Korea. Wir haben so viel gebetet für eine friedliche Wiedervereinigung in Südkorea. We've prayed so much for a peaceful reunification. Und es war so ergreifend, da an der Grenze zu stehen. And it was really so heart-wrenching when we're standing at the border. Und zu beten. Where we prophesied, where we prayed. Und wir werden das sehen. Wir werden eine friedliche Wiedervereinigung sehen. And we are going to see it. We are going to see a peaceful reunification of Korea. Denn auch da das gute Werk, das Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden und zwar gut vollenden. Again, the good work that God has begun, He will fulfill it, and He will fulfill it in a good way. Bei Gott steht am Ende nicht Chaos. Because in the end, there is never a chaos with God. Bei Gott steht am Ende Sieg. In the end, there is always victory. Bei ihm steht am Ende Frieden. And in the end, there is always peace. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, am Ende steht ein neuer Himmel, eine neue Erde. And when we look into the Bible, in the end, it says that there is a new heaven and a new earth. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod, nichts wird mehr sein. And there won't be any suffering, no pain, no tears, no death, nothing will be there. Und das Wort Gottes sagt, siehe, ich mache alles neu. The word of God says, behold, I'm doing a new thing. I make everything new. Und Gott selbst wird unter ihnen wohnen. And God himself, he will dwell amongst them. Was Gott angefangen hat, whatever God starts, das wird er auch gut vollenden. He will fulfill it in a good way. Auch wenn zwischendurch manchmal Phasen da sind, wo man denkt, oh, das geht nicht mehr weiter. Even though there might be seasons when things are really a little bit blurry and bumpy, but and you think, well, we cannot go on. Das sind für mich so Testphasen. To me, these are just tests. Wo wir ein Stück stoppen. Where we stop maybe for und a moment. Wo wir einen Check machen. And where we just need to check up things. Ja, was ist netto da? So we need to realize what is there. Sind wir noch voll im Willen Gottes? Are we still in the will of God? Wo müssen wir eine Kursänderung vornehmen? Where do we have adjust? In unserem persönlichen Leben. In our personal lives. Aber auch in unseren Gemeinschaften. But also in our communities. Das wird passieren. And this is going to happen. Es wird eine friedliche Wiedervereinigung geben. We are going to see a peaceful reunification. Da war so eine Gegenwart Gottes. There was such a strong presence. Und dann die Generationen zusammen zu sehen. And then to see the generations walking alongside each other. Mit was für einer Passion die jungen Leute dort gebetet und prophezeit haben. And to see the young people praying and prophesying with passion. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. We are living in a very, very challenging season. Vieles sieht irgendwie hoffnungslos aus. So many things look so hopeless. Und auch
Nord- und Südkorea, boah, na, wird das wirklich friedlich stattfinden? And the whole situation about North and South Korea, we are not sure, will this really be peaceful? Aber was der Teufel gedenkt, Böses zu tun, but what the devil has planned to do evil, das wird Gott in einen Sieg verwandeln. God will turn it into a victory. Das wird Gott auch in deinem persönlichen Leben in einen Sieg verwandeln. And even in your personal lives, God will turn it into victory. Nicht der Tod triumphiert zum Schluss, nicht die Krankheit, nicht Gebundenheiten, nicht Chaos, sondern Jesus Christus, der auferstandene Messias, der triumphiert zum Schluss auch in deinem Leben. Not death, not sickness, not trial, not anything else will triumph in the end, but Jesus, the risen Lord, he will triumph in the end. Und dann diese Geschichte in Kanada, Uprising in Canada. And then the whole story in Canada, Uprising Canada. Für mich ist das alles eins. And to me this is just one big thing. Jesus Flock. Jesus Flock. Und dann die apostolische Salbung von Jerome. And then Jerome's apostolic anointing. Und dann Ref. And then we have J-Ref. Uprising. Uprising. Das gehört alles irgendwie zusammen. All of this goes alongside. Das ist nicht so separat zu sehen. It's not to be seen separate from each other. Es ist einfach eine gewaltige Bewegung des Heiligen Geistes. But it's a powerful movement of the Holy Spirit. Und in Kanada in dem Gebäude zu sein, eine Konferenz zu haben, wo der Toronto Segen fiel. And to be in Canada and to have been in this place where the Toronto blessing fell. Das war doch auch was ganz Besonderes. That was something so special. Und ich denke, dass auch Gott sogar da an diesem Ort etwas Neues wirken wird in der and Zukunft. I even believe that in this very place that God is going to do something new in future. Gott hat auch Kanada nicht vergessen. Because God hasn't forgotten about Canada. Es ist eine gewaltige Berufung Gottes auf dem Land. There's a powerful anointing of God upon this nation. Ja, und dann erinnere ich mich auch sehr gerne an England. And then of course I love to remember England. Ja, ich war vor kurzem in London. So just recently I visited London. England ist irgendwie speziell. Somehow England is just special. Und ich weiß auch, England hat in den 90er Jahren schon bessere Tage geistlich gesehen. And of course I know that spiritually England has seen better days back in the 90s. Und auch da vieles auch durch den Brexit, alles chaotisch, Covid. Yeah. And so much has been turned upside down by Brexit and by Covid. Als ich mit meiner Frau Irene da war, da waren die Regale leer von Superläden, es gab kein Benzin. When my wife and I visited London just recently, we went to the supermarket where the shelves were empty, there wasn't any gas. Und keine Fahrer für die Lastwagen, für die Infrastruktur. There were no drivers for the vans, so they couldn't transport anything. Das Benzin wurde nur auf die Autobahntankstellen gebracht. So petrol could also be bought on the highways. In der Stadt waren die Tankstellen zu. And all the petrol stations in the city, they were closed down. Also fuhren die Privatleute auf die Autobahntankstellen so zum Tanken. All the private people took their cars and they went to the highways in order to tank their cars. Und da haben sie sich gekloppt um das Benzin. And then they had these uproars among each other and they were just beating each other up just to get some petrol. Und manchmal sieht das so, für die menschlichen Augen sieht das alles so hoffnungslos aus. And sometimes for our human eyes it just looks so hopeless. Auch der harte Lockdown auf den Philippinen, den kriege ich ja auch mit. And the hard lockdown that you're suffering in the Philippines. Am Ende wird ein Sieg da stehen. But in the end, there will be victory. Denn das Gute, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Because the good thing that God has started, he will fulfill it. In dir persönlich. In you personally. In eurer Bewegung. In your movement. Und auch im Gesamten. But also generally. Es ist so fantastisch, was Gott weltweit tut. It's so fantastic what God is doing throughout this world. Neulich war ich in Polen. Recently I visited Poland. Vieles ist ja auch immer laut den Medien nicht möglich. So according to media, so many things don't seem to be possible. Ich bin trotzdem gereist. But still I traveled. Ja, ich war ein paar Mal in Polen und dann war ich auch in Uganda. Twice I went to Poland and then I also visited Uganda. Und man reist heute anders als früher. Of course you're traveling in a different way than you used to. Man weiß gar nicht, ob man dann in das Land reinkommt. Because you don't really know if you can enter the nation. Ob man die richtigen Papiere hat, ob man alles richtig gemacht hat. If you carry the right documents, if you've done everything right. In Dubai hatte ich kein Papier für Uganda. So in Dubai I didn't have this document for Uganda. Da wollten sie mich nicht in das Flugzeug lassen nach Uganda. So they wanted to deny me access to the plane in order to go to Uganda. Und dann schlussendlich haben sie mich doch reingelassen. Finally they let me in. Und sie sagten, wenn du das Papier nicht hast, and then they said, if you don't have this document, dann lassen die dich nicht über die Grenze dort. They will not allow you to enter Uganda. Und dann kam ich in Entebbe an. So I arrived in Entebbe.
und kam an die Passkontrolle. And I came to the pass control. Da hätte ich auch Toilettenpapier zeigen können. And I could have shown them toilet paper. Niemand hat das interessiert. No one was interested in any document. Es ist sehr interessant, heute zu reisen. So it's very interesting when you're traveling. So, dann kam ich zurück zu Polen. So back to Poland. Und da habe ich einen Evangelisten kennengelernt. And I got to know an evangelist. Der kommt aus dem Iran. He originally comes from Iran. Und er ist als Moslem nach England gekommen. And as a Muslim, he came to England. Und in England hat er sich bekehrt. And in England, he gave his life to Jesus. Der wollte nie in die Kirche gehen. He never wanted to go to church. Aber jemand hat ihn immer wieder gedrängt. But someone was just pushing him over and over again. Und dann kam er in die Kirche. And then he entered the church. Und dann dachte er sich, oh, hier sind schöne Frauen. And then he thought, well, beautiful women around. Hier kann man ab und zu mal hingehen. So I could go here from time to time. Wo er nicht mitgerechnet hat. Now what he wasn't expecting. Dass der Heilige Geist in sein Leben eingeschlagen hat. That the Holy Spirit would crash into his life. Und er hat sich so krass verändert. And he got so wonderfully transformed. Und ist jetzt Teil einer großen Bewegung des Heiligen Geistes in Liverpool. And now he's part of the huge movement of the Holy Spirit in Liverpool. Und er erzählte mir, vor 10 Jahren im Iran gab es vielleicht 400 wiedergeborene Christen. And he told me that approximately 10 years ago in Iran there were maybe 400 Christians. Aber jetzt gibt es über 2 Millionen. But now they have over 2 million Christians. Die Verfolger haben nicht genug Gefängnisse, um die alle einzusperren. And the persecutors, they don't have enough prisons in order to arrest them all. Das ist die schnellst wachsendste Gemeindebewegung in der ganzen Welt. This is the fastest church growing movement in the whole region. Also ihr Lieben in Manila, fürchtet euch nicht. So beloved in Manila, fear not. Gott ist total in Kontrolle über allem. For God is in control. Über unser persönliches Leben, over our personal lives, über unsere Familien, over our families, über die Dienste, die er uns anvertraut hat, ministries that he's entrusted us über with. REF. He is in control of REF, über Jesus Flock, of Jesus Flock, über eure Familien, your families. Er hat nicht die Kontrolle verloren. He has never lost control. Unsere Regierungen mögen die Kontrolle verlieren, ja. Maybe our governments, yes, they might lose control. Aber wir haben einen Gott, but we've got a God, der Wunder tut, who is doing miracles, der sogar vom Tod errettet, and who even saves people from death. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Zeit, and I want to encourage you, in this season, einfach dran zu bleiben, auch an dem, was Gott in euer Leben hineingesprochen hat. Just to keep going of what God has spoken into your lives. Auch dran zu bleiben, was Gott in Kanada und in Südkorea und in England und bei euch auf den Philippinen, was er da gesagt hat. And to hold on to the things, whatever God has spoken over you in Canada, in the Philippines, in Indonesia, wherever. Wir sind nicht von denen, wir gehören nicht zu denen, die da weichen. We are not of those who are drawing back. Sondern wir stehen. But we are standing upright. Ob da eine Pandemie ist, whether there's a pandemic, ob da politische Unruhen sind, whether there's a political turmoil, ob da finanzielle Krisen sind, whether there's financial crisis, oder ob das in unsere persönliche Familie einschlägt, dass da Krankheiten sind. Maybe there's sickness in our families. Wir sind nicht von denen, die da weichen. But we will never draw back. Wir sind von denen, die da stehen und die da Glauben haben. But we are of those who are standing strong and who keep faith. Und manchmal kannst du vielleicht nichts anderes beten als Jesus. And sometimes you don't know what to pray but Jesus. Ich habe solche Zeiten erlebt. I've seen these seasons. Und das war dann genug. And that was enough. Da kam es nicht mehr groß drauf an, wie gut wir beten können. It wasn't about how well we are praying. Der Name Jesus ist genug. But the name of Jesus is just enough. Also ich möchte euch so ermutigen. So I really, really want to ich wäre you. So gerne bei euch. I would have loved to be ich würde with you. So gerne mit euch feiern. Oh, I would have loved to just celebrate with Vor you. Vor allen Dingen in dieser Zeit, Christmas. Especially in this season, it's Christmas season. Ein wunderbares Christmas auf den Philippinen. And to experience another wonderful Christmas in the Philippines. So mein Herz verlangt nach euch. So my heart is just yearning for you. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wiedersehen. And I'm already looking forward when we're seeing each other again. Und wenn wir nicht auf Social Distance gehen. Müssen. And when we don't have to keep social distance. Und uns so ganz komisch begrüßen müssen. And need to greet each other in this strange way. Und dann diese komischen Dinger vor Augen haben. And have to have these weird things in front of our faces. So wo wir uns wieder umarmen können. But where we just hug and embrace each other. Vielleicht wird uns herum vieles anders sein. Maybe all around us things will change. Aber das möchte ich vielleicht auch noch sagen. And I would like to add something. Wir sind kein digitaler Leib Christi. We are not a digital body of Christ. Der Leib Christi besteht aus Menschen. But the body of Christ is people. Die sich ganz real lieben.
people who love each other in die reality, ganz real füreinander da sind, and who are really there for each other, die nicht gegeneinander kämpfen, who are not battling against each other, in Konkurrenz zueinander, who are not in competition with each sondern other, die sich wertschätzen und miteinander gehen und einander das ehren, was sie im anderen von Gott sehen, but appreciate each other and walk alongside each other and appreciate the gifts that God has put into Gott each and every one. Dabei, der Heilige Geist ist dabei, eine wunderbare Braut vorzubereiten. And the Holy Spirit is about to prepare a beautiful bride. Für den großen, wunderbaren Tag, wenn der Bräutigam kommt. For this great and wonderful day when the bridegroom comes. Und vergesst nicht Israel. And never forget Israel. Vergesst nicht für Jerusalem zu beten. Don't forget to pray for Jerusalem. Das ist der Weltzeiger. Because this is the world's clock. Nicht die anderen Nationen. It's not the other nations. Wir müssen Israel sehr klar im Auge behalten. But we need to focus on Israel. Was da geschieht, what is happening there, wird im Rest der Welt auch geschehen. Will also happen in the rest of the world. So seid gesegnet. So be blessed. Mit der Liebe Gottes. With the love of God. Die Liebe Gottes soll euch überfließend zukommen. And the love of God should just lavish on you abundantly. Ihr sollt regelrecht gebadet werden in der Liebe Gottes. You should just be bathing in the love of God. Und dann in der Freundschaft Jesu. And then having the friendship of Jesus. Er ist dein guter Hirte. He is your good shepherd. Und dir wird nichts mangeln. And you will never lack anything. Wenn er dein guter Hirte ist. When he is your good shepherd. Er führt dich auf rechter Straße. He leads you in the straight path. Er führt dich im größten Desaster auf die grüne Aue. And in the greatest disaster he will lead you to. Und im Angesicht der besiegten Feinde. And even in the face of his defeated enemies. Deckt er dir noch den Tisch. He's preparing a table before you. So dass du bleiben kannst im Haus des Herrn bis in alle Ewigkeit. So that you can remain in the house of the Lord until all eternity. Ich segne dich mit der guten Hirtenschaft Jesu. I bless you with this good shepherd of Jesus. Aber über allem. But above all. Segne ich dich mit der wunderbaren Gemeinschaft des Heiligen Geistes. I bless you with the wonderful fellowship of the Holy Spirit. Ich segne dich mit Heilung. I bless you with healing. Für deinen Körper. For your body. Ich segne dich mit Heilung für deine Seele. And I bless you with healing for your soul. Ich segne dich mit Heilung für deine Erinnerungen, für deine Vergangenheit. I bless you with healing for all the remembrance of your past. Ich segne dich mit Befreiung. I bless you with deliverance. Da, wo du in deinem Leben an Grenzen stößt. Where you're hitting borders in your life. Der Heilige Geist ist der Einzige, der mit sowas fertig wird. And the Holy Spirit is the only one who can handle all of this. Er ist ein wunderbarer Befreier. He is a wonderful deliverer. Er ist ein wunderbarer Heiler. He is a wonderful healer. Und er ist ein wunderbarer Evangelist. And he is a wonderful evangelist. Und ich segne dich mit seiner Gemeinschaft. And I bless you with his fellowship. Und hoffe, dass wir uns bald, bald wiedersehen. And I hope that we will see each other soon. Nochmals herzliche Grüße aus Lüdenscheid. So once more, greetings from Lüdenscheid. Aus Deutschland. From Germany. Es ist mittlerweile kalt hier. Meanwhile, it's really cold. Ja, auch wenn ich nicht ganz so aussehe, aber es ist kalt. Even though I don't look like it, but it's really, really cold. And merry, merry Christmas. Und frohe Weihnachten. Bye-bye. Bye-bye.